Liebe Freunde, willkommen zurück. So, wir reisen zum Keliden-Barbarenlager und werden dort einmal mit der gesichtslosen Schwester reden, die uns hier... Oh, oder auch noch nicht, eine Zufallsbegegnung. Nicht unterschätzen. In der letzten Folge ist da Ekunia fast gestorben. Also. Okay, hier haben wir es jetzt mit Goblins zu tun. Wir werden mal bei allen die Automatik rausnehmen. Und bei allen sagen, sie sollen einmal stehen bleiben. So, falls hier doch mal sowas passiert wie beim letzten Mal, hätten wir den Hund hier noch als Abwehr. Ansonsten greift ruhig an. Greift an. Ohne Zauber. Ich übertreiben. Okay. Achso, die Automatik auch wieder anmachen. Sonst wissen die Leute nicht, was sie tun sollen. Ah, okay, und da ist noch was gewesen. Okay, okay. Ich wollte meine Sache jetzt überprüfen. Und zwar Valerie. Ah, okay, die haben jetzt die Octavia angegriffen. Egal, schauen wir uns den nächsten Kämpfen an, und zwar die, das Geschossschild von Valerie. Ja. Sie sollte ja pro Kampfrunde, ein Geschoss abwehren können, automatisch. Sollen uns das auch mal im Kampflog dann genauer anschauen. Alles nichts wert. Ah, okay, hier, ein Meisterstück. Okay. Das war 100 Gold wert. So, weiter geht's. So, und ich muss euch gestehen, ich bin zum zweiten Mal hier. Und ich werde euch gleich sagen, warum. So, da ist die gesichtslose Schwester, mit der reden wir gleich. Aber vorher werden wir uns eine Sache anschauen. Und zwar, wir werfen mal einen Blick hier ins Questlog. Und schauen uns das hier nochmal genau an. Das verlorene Relikt. So, wir haben im Grab der vergessenen Helden. Moment. Also, das hier unten. Alles, was wir im Hügel der Vergessenen fanden. Da muss man jetzt gleich, kommt nämlich ein Dialog und da müssen wir genau drauf aufpassen. Also das hier unten ist Hügel der Vergessenen. Da haben wir eine Leiche einer gesichtslosen Schwester und einen seltsamen Räucherkessel in Form eines Zyklopenschädels gefunden. Könnte dieser Schädel das gesuchte Relikt sein? Also Hügel der Vergessenen, eine Leiche der gesichtslosen Schwestern und halt so ein Räucherkessel. Und dann haben wir Grab der vergessenen Helden. Das war eine riesige Enttäuschung, aber wenigstens hatten... Nicht nur wir Pech, auch die Schwestern hatten kein Glück gehabt. Da haben wir ja, meine ich, auch einen Räucherkessel bekommen. Und da hatten wir ja dann auch noch mit dem Raben gesprochen. Und der Rabe war uns gegenüber so ein bisschen vorwurfsvoll, warum wir die Schwestern nicht getötet hätten. So. Als Hügel der Vergessenen auf jeden Fall eine Leiche. Grab der vergessenen Helden. Da haben wir die Schwestern nicht getötet. Hügel der Vergessenen, da war eine Leiche. Ich danke euch, wie geht es ihr? Wo ist sie? Sie war schon tot, als ich sie fand. Das sind wahrlich schlechte Nachrichten. Mögen die gütigen Geister ihrer Seele gnädig sein. Ich fand eure Schwester im Grab der vergessenen Helden. Danke für eure Hilfe, ich hoffe, es geht ihr gut. Sie lebt, ist wohl auf und wird bald zurückkehren. Sie bat mich, euch diesen Räucherkessel zu geben. Das ist seltsam. Was könnte sie so lange aufgehalten haben? Ich schätze, das spielt keine Rolle. Ich bin einfach nur froh, dass sie wohlauf ist. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Und jetzt nochmal einen Zyklopenräucherkessel zurückgegeben. Okay. Ja, und als ich hier das erste Mal alleine war,
Da, da habe ich eine für lebendig erklärt, die eigentlich schon tot war. Und da wollte ich jetzt nicht gelogen haben. Deswegen, das habe ich jetzt noch einmal neu gemacht und alles, was jetzt kommt, das erleben wir gemeinsam zum ersten Mal. So, wir haben doch hier auch einen Händler, oder? Ich habe irgendeiner hier einen Händler. Wir können einmal hier mit dem Anführer reden, ob der was Neues für uns hat. Ah, nichts Neues. Okay, und dann gehen wir hier nochmal zu Bolga. Da oben ist ein Händler. Ja, okay. So. Übernachten möchten wir nicht. Zeigt mir eure Waren. Und dann werden wir hier einmal nach Gewicht sortieren. Und auch allen Ramsch verkaufen. Ritterrüstung plus 1 brauchen wir nicht mehr. Turmschild plus 2. Nee, kann weg. Das kann ja alles weg. Die ganzen Brustplatten können weg. So. Dann haben wir hier noch ein schweres Schild, das kann weg. Lederrüstung und die ganzen Äxte, die können auch alle weg. Ah. Alles weg. Und ja, das auch. Waffenrock plus 3. Eine leichte Rüstung mit plus 3. Ah. Warten wir mal. Doppelklingenschwert plus 2 kann weg. Ja, die Keulen hier, die können auch weg. Die Schwerter. Ist auch. Was ist hiermit? Gefangenschaft. Nee, kommt weg. Erbe des Zorns. Beidhändig. Für beidhändig relativ schwach, würde ich sagen. Kommt weg. Streitaxt plus 3, einhändig. Ah, der Crit-Bereich ist mir zu gering. Da hätten wir nur bei einer 20 gekrittet. Bastardschwerter können weg. So. Der ganze Quatsch, der kann auch weg. Bögen. Ja, kann weg. Unfolgsam. Na, hört sich interessant an. Kann weg. Okay. 34.678 Gold. Sehr cool. Haben wir fleißig gesammelt. Und wir sind ganz deutlich leicht beladen. Sehr gut. So, und dann gehen wir zum dritten Questort. In den Norden. So, die Region gehört uns noch nicht, also wir können hier nicht beanspruchen. Stadt der leeren Augen. Die Region Dunkelwacht ist für ihre alten Ruinen bekannt. Vor tausenden von Jahren wurde dieser Landstrich von mächtigen Herrschern regiert, die zahlreiche Bauwerke hinterließen. Eines von ihnen ist die Stadt der leeren Augen, eine gewaltige Begräbnisstätte, in der seit langem verstorbene Helden ihre letzte Ruhe finden. Bedauerlicherweise hat die Zeit deutliche Spuren an diesem gigantischen Gebäude inmitten der weitläufigen Ebenen von Dunkelwacht hinterlassen. Zwar ist sein Haupteingang noch zugänglich, doch verschiedene andere Bereiche sind längst eingestürzt. Großes Gebiet, jawohl. So, wir buffen uns. How may I help?
Einmal gegen Gift. Dann gegen Furcht. Valerie bekommt die zwei Buffs gegen oder für ihre bessere RK. Erkunden, defensives Kämpfen rausnehmen. Elras auch. Meine eher Verzweiflungstaten. Octavia, die Magierrüstung für sich selbst. Und für den Hund. Der Hund bekommt Tierwachstum. Richtig stark. Kann ich euch auch nochmal im Detail zeigen. Dauert auch 10 Minuten an, also ist nicht sofort weg. Er bekommt halt richtig viel Stärke dazu. 8 Stärke durch Tierwachstum. Ah. Und dann hat er halt hier beim Angriff, bei den Angriffswürfen, durch die Stärke schon einen Einfluss 14. Er macht halt auch viel mehr Schaden. Und wenn er crittet, ja. Dann wird das Ganze auch nochmal verdoppelt hier. Ah. Richtig gut, richtig gut. Da kann er hier schon austeilen. I am your shield. So, Regonga für sich selber das Schild. Ich schon einmal die Waffe verbessern. Dann einmal segnen. Und hier einmal Orkanbogen. Und einmal Geschicklichkeit für Regonga. Und unsichtbares Sehen dauert, ja, hält über eine Stunde an. Eine Stunde 40 Minuten. So. Okay. Dann mal auf. Okay, friedlich gesonnene Barbaren. So. Normale Zyklopen haben nicht gereicht. Nein, jetzt haben wir auch noch Zombie-Zyklopen. Was kommt als nächstes? Geister-Zyklopen? Vielleicht Vampir-Zyklopen? Tja, wer weiß das schon. Aber wir sind im Kampf gegen die schon erfahren, also. Oh, wir werden angegriffen. Zombie-Zyklop. Ja. Okay. Welche Stufe habt ihr? Stufe 12 und Toter. Auf geht's. Ab geht's. Wenn das nur zwei sind, sollte es ja kein Problem sein. Geht noch weiter. Oha. Hilla. Okay. Okay. Auf dem Boden sind riesige Fußspuren zu erkennen. Wir haben hier eine alte Zyklopenmünze. Jawohl, das ist alles 100 Gold wert hier. Gut. Ja, dann lasst uns mal zu Hilla und mit ihm reden. Oder ihr. Eine riesige Narbe verläuft über das Gesicht dieser stämmigen, silberhaarigen Frau. Während eine Augenklappe ihr linkes Auge verdeckt, siehst du in ihrem rechten Auge einen silbrigen Glanz. Sie hebt ihre blutige Klinge zum Gruß. Ihr kommt gerade rechtzeitig, wir sind euch etwas schuldig. Wer seid ihr? Ich bin Hilla, die Zähneknirscherin vom Stamm der Tigerherren. Das ist meine Kriegerschar. Wir sind hier, um gegen Dinge zu kämpfen, wie ihr seht. Seid ihr eine Asima? Was? Sehe ich nicht aus wie ein Himmelswesen? Haha. Ja, ich bin eine Asima. Keine Ahnung, welche meiner Urgroßmütter was mit einem Himmelswesen hatte. Aber in meiner gesamten Familie manifestiert sich sein Blut nur in mir. Ich bin sicher, das war die ganze Zeit der Plan. Es ist bei uns Sitte, unsere Linie mit dem Blut von Orks oder anderen mächtigen Wesen zu stärken, die sich als nützlich erweisen.
Meine Geburt wurde als gutes Omen gedeutet, als Beweis für den Segen der Götter. Aber das ist alles Blödsinn. Den Segen der Götter sollte man sich auf dem Schlachtfeld verdienen. Was macht ihr hier? Verschert es euch. Wir sind hergekommen, also haben wir hier offensichtlich etwas zu tun. Was ist mit euch? Was macht ihr hier? Die gesichtslose Schwester hat mich geschickt. Ah, verstehe. Das war eine gute Entscheidung. Sie sind zwar Hexen, aber sie sind klug. Wir haben hier wirklich Hilfe gebraucht. Es ist so. Wir sind mit einer der Hexen gekommen, um im Grab irgendetwas zu suchen. Wir haben unser Lager aufgeschlagen und die Schwester ist im Morgengrauen mit einigen meiner Leute zu den Ruinen gegangen. Sie sind nicht zurückgekommen. Stattdessen sind plötzlich diese Zombie-Zyklopen von überall hervorgekrochen. Was für ein Spaß, hm? Wir können uns momentan nicht aufteilen, haben diese Dinger gerade erst abgewehrt. Wie wäre es, wenn ihr hier alles auskundschaftet und unsere Leute sucht? Herausfindet, ob noch jemand lebt. Ich bezahle in Gold. Abgemacht? Abgemacht. Großartig. Okay. Haben wir noch weitere Dialogoptionen? Wisst ihr etwas darüber, was in Warnburg passiert ist? Warnburg? Das Kaff von Megawarn? Keine Ahnung. Warn ist ein Schwächling. Ich habe ihn früher immer umgehauen. Und seine Leute auch alle. Wenn man echte Kämpfer sucht, braucht man Numerianer. Okay. Ja, dann los. Und beeilt euch. Ich will hier endlich weg. Ne, komm, wir robben jetzt nicht aus. Mal einmal in Charakter bleiben, was das anbelangt. So. Ja, das wäre halt total unpassend. Ja, die haben hier ihr Lager, da ist die Truhe und also Elras wird das halt nie machen, ne? So. Okay. Tatuccio, der wird natürlich sofort zugreifen, ne? Er wird einen Unsichtbarkeitstrank reinwerfen und dann wird er sich dann die Kiste ranmachen. Ja. So. Der uralte Stein zerbröckelt und ist mit Moos bedeckt. Oh, da hinten sind Banditen. Und der ist rot und... Ja, okay. Stufe 5, Stufe 6. Ja, direkt angreifen. Angriff! Greift einer Valerie an mit einem Bogen. Ach so, wegen der RK schon gar nicht. Ist schon fehlgeschlagen. Ja gut, wenn wir auf bessere Bogenschützen treffen, dann müssen wir nochmal auf Valerie achten. Weil die schießt ja schon so wegen der hohen RK daneben. So. Haben wir hier Bullenstärke plus 4 auf Stärke und ein Armbrust, die 100 Gold wert ist. Da können wir etwas erkunden. Ein altes Boot mit einem großen Leck verrottet am Ufer. Na, gehen wir darüber. Also, Moment. Vielleicht, aber nicht direkt hier rüber. Ja. Vorsichtig sein. Ich möchte jetzt hier auch nicht alles überspringen. Wir haben natürlich jetzt was gefunden. Das schauen wir uns an. Okay. 22 Perlen. Sehr schön. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und erkunden hier links auch noch.
Da sind noch Banditen. Wir kümmern uns erstmal um die Banditen. Nicht, dass sie uns jetzt hier... So, das gleiche Mist. Da ist eine Stufe 8 Kämpfer. Erstmal auf den Alchemisten da. Was ist ein Zombie zu Group? Arbeiten die zusammen? Wir werden das gleich erfahren. Unser Hund, der bleibt mal hier stehen. Und Sturmangriff. Ah, schon wieder zu nah dran. Okay, kein Problem, dann greift er ganz normal an. Und unsere Fernkämpfer. Ekun, du bist noch als Nahkämpfer unterwegs. Geh mal zurück. Wir brauchen dich in deiner Paradedisziplin, nämlich als Fernkämpfer. So. Boah, die kämpfen theoretisch gegeneinander, aber wir machen mit. Wir machen mit. Hinten, alles gut. Ja, der eine Kampf von dem letzten Mal, der hat mich jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Dann bin ich ein bisschen gründlicher. So, das nehmen wir alles mit. Solche Stufe 1. Okay, Schutzring 1. Ah, können wir alles schön verkaufen später. Schutz vor Elektrizität, okay. Ja, die Fionen brauchen wir eigentlich nicht. Nee. Wir haben Octavia und Regonga dabei, die können notfalls immer irgendwie mit Säure arbeiten. Der Kunde arbeitet ja auch schon mit Säure, mit seinem Bogen. Mit dem Metallfresser. Was haben wir hier? Zwendige Axt plus 1. Okay, und dann haben wir hier noch was zum Erkunden. Es waren viele Hebel nötig, um dieses gewaltige untote Biest zu Fall zu bringen. Die kam jetzt einfach auf uns so zu. Krass. Okay. Ach, vielleicht weil wir hier interagiert haben. Okay, okay, okay. Ich möchte gerne Valerie vorne stehen haben. Kriegen wir das noch hin? Kriegen wir das noch hin? Valerie Sturmangriff? Nee, einfach so nach vorne laufen. Okay, Valerie steht vorne. Na, können alle drauf. Alle drauf. Oh, das ist krass. Da ist ein Bade. Ja. Direkt erkannt. Ja, irgendwann müssen wir auch Dienst nochmal mitnehmen. Wenn wir das schon, wenn wir das so sehen. Dann geht immer näher ran wegen Signal der Kleid. Und was wirkt der Bade? Irgendwas mit Beweglichkeit. Unsere Fernkämpfer gehen auf den Baden drauf. Ja. Oh! Herbeigezauberter Schreckenswolf. Den könnte man natürlich wegcasten, aber wir kämpfen ja normal weiter. Normal weiter. Wow! Da hinten ist noch ein Kleriker, Stufe 7. Jetzt müssen wir aufpassen. Ihr müsst immer schön weiter voranschreiben. Nicht zu weit weg. Okay, haben wir's. Einmal neu formieren. Oh, Valerie wurde verlangsamt. 32 Sekunden noch, okay. Und der Hund auch. Okay, Tristan, einmal heilen. Oha, Valerie, ganz gemächlich. da war eine Schriftrolle Bewegungsfreiheit, okay.
Sollte man halt jetzt einsetzen. Um dagegen vorzugehen. Aber wir sind ja jetzt eh gleich wieder. Ja. Der Debuff ist ausgelaufen. Moment. Ach so, da gibt's nichts zu looten, alles klar. Ich vermute, dass wir hier noch auf irgendetwas sehr Starkes, Mächtiges treffen werden. Weil da hinten hatten wir den Hinweis bekommen, dass irgendwer sehr Starkes diesen Zyklopen, ja, zerhackt hat sozusagen oder niedergehackt hat. Ein wilder Wurm. So. Okay. Kartenrand. Kommt man hier nicht rüber? Okay, nicht über den Weg. Alles klar. Vielleicht wären wir hier noch weitergekommen. Mal schauen. Gar nichts unerkundet lassen. Das war ja bei dieser einen, bei dem einen im Gebiet, da habe ich so ein kleines Zipfelchen nicht erkundet gehabt. Da hätten wir fast den Hauptkampf nicht mitbekommen. Wäre da von euch nicht nachher noch Hinweis gekommen. Das ist eine Leiche? Okay. Dieser Barbar wurde erst kürzlich getötet. Da können wir das Gebiet verlassen. Ja? Oder kommst du da? Kein Tooltip. Warum noch kein Tooltip? Da ist ein Zombie-Zyklop. Alle, die Position halten, dann angreifen. Beziehungsweise die Nahkämpfer und der Hund Position halten. Der Kämpfer kann angreifen. Achso, ich hätte die Automatik ausmachen müssen, ja klar. Da ist auch noch einer. Wilder Zombie-Hegemon zu Klob. Stufe 15. Der unten hat Stufe 12 und der hier hat Stufe 12. Die Fernkämpfer gehen auf den 15er. Oha, Leute. Oha. Ja, gegangen, kritischer Treffer, sehr gut. Ja, er hat nur 18 gewürfelt. Das ist immer schön, das dann halt so zu verfolgen. Gegonga hat ja jetzt einen Crit-Bereich von 15 bis 20. Sehr cool. Ja. Okay. Weil wir bei Gegonga hier Schärfe ausgewählt haben. Ja. Nur mal so als kleine Wiederholung. Da ist eine Kiste. Nicht Regung alleine, sondern die ganze Gruppe. Da ist ein Zelt. Das ist auf jeden Fall kein Zelt, wo so ein Zyklop dran nächtigt.
Voll. Ein Meisterstück war das. Reis, Honig und Nüsse. Ja, das Zelt scheint verlassen zu sein. Vielleicht ist das der Barbar gewesen, der hier lag. Okay. Gut, Leute. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye, bye.